Willkommen zurück, liebe Freunde, zu den Bundesliga-Prognosen. 12. Spieltag, englische Woche. Ich bin euer Ahmed und wenn ihr neu seid, gerne ein Abo dalassen. Und ich habe so ein breites Grinsen, weil der letzte Spieltag bis auf 2 Spiele Tendenz richtig getippt wurde. Ihr habt es richtig gehört. Unter anderem Union gegen Bayern haben wir unentschieden getippt. Reines Bauchgefühl. Aber hey, was soll das heißen? Ich will hier nichts andeuten. Es ist nur immer wieder schön zu hören, schön wieder in den Kommentaren zu lesen, was für ein Bullshit ich laber, wenn wir doch am Ende alle nur möchtegern Fußball-Experten sind. Oder? Deswegen ist ja YouTube da. Deswegen kann hier jeder seine Meinung äußern. Und bei aller Liebe, wir unterstützen hier keine Wettanbieter. Behalt lieber euer Geld in eurer eigenen Tasche und just for fun miteinander tippen ist, glaube ich, auch witzig, oder? Deswegen springen wir mal zum ersten Dienstag-Spiel. Wie gesagt, englische Woche. Es geht schon morgen direkt los und das erste Spiel und ja, richtig geiles Spiel. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Das war auch historisch das erste Spiel mit 10 Einwechslungen wegen Corona. Ihr wisst, 5 Einwechslungen pro Seite. 5 plus 5 ist gleich 10. Richtig. So, was ist aber die Tendenz? Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Und da muss man sagen, ist Gladbach ein bisschen gegenüber den Frankfurtern ja besser gelegen. Seit 4 Bundesligaspielen ungeschlagen. Wir haben 3 Siege und 1 Remis. Und man muss auch sagen, momentan ist ja die Frankfurter Siege seit 8 Bundesligaspielen ohne Sieg. 6 Remis, 2 Niederlagen. Momentan läuft es nicht so unter Adi Hütter. Aber gute Sache ist, länger ohne Sieg gab es noch nicht unter Adi Hütter und vielleicht ist es jetzt soweit, denn zu Hause ist man immer noch, ja, nicht eine Macht, aber man ist auf jeden Fall besser aufgestellt als auswärts. Und warum nicht gegen Borussia Mönchengladbach? Ich traue durchaus einen Sieg zu und gebe daher einen Sieg den Frankfurtern mit einem knappen 2:1. Ja, Hertha scheint wieder auf Kurs nach oben zu sein oder ein grüner Pfeil, leider auch. Bruno Labbadia, der bleibt wahrscheinlich weiterhin im Traineramt, auch wenn ich es anders hätte gern gesehen, aber trotzdem jetzt gegen Mainz zu Hause, muss man auch noch erwähnen, sieht das gar nicht so schlecht aus. Man ist jetzt zum ersten Mal, muss man auch wirklich sagen, in der Saison 3 Spiele in Folge ungeschlagen. Ja, manchmal sah das nicht unbedingt, hat man nicht unbedingt den besten Fußball gesehen, aber hey, wen juckt's, wenn du am Ende 3 Punkte holst und der Gegner denkt, fuck, wer hat da bloß gewonnen? Ich hätte es eigentlich verdient. Am Ende zählen eben die Punkte. Und die Punkte kommen, glaube ich, hier Hertha ganz gut gelegen. Momentan auch die Gegner. Mainz, na, ist jetzt auch nicht so unbedingt der stärkste Gegner, den Hertha sich vorstellen kann. Und jetzt zählt es eben, diese wichtigen Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner zu holen. Und daher 3 Punkte für Hertha. Ich gehe hier mit einem 3:1. Ja, und auf das nächste Spiel freue ich mich besonders. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Erstens, es gibt einen Livestream. Ich lade euch gerne herzlich alle ein. Kommt gerne vorbei, YouTube, InSports. Es gibt einen Live-Talk zusammen. Wir schauen uns das Spiel an, reden nebenbei. Also es wird ganz witzig und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann zahlreich erscheint. Ja, und was soll man sagen? Also Borussia Dortmund befindet sich nicht unbedingt in der Krise, aber es ist Spannung in der Luft. Und momentan muss man zeigen, dass es nicht nur unter Lucien Favre lag, sondern dass man es auch ohne ihn kann. Denn ja, er galt als der Trainer, der keine Titel holt, der nicht erfolgreich ist, auch wenn er punktetechnisch der beste Trainer ist, bla bla bla. Ich hatte schon zigmal gehört. Leute, wenn er technisch gesehen der beste Trainer bei Borussia Dortmund ist, dann hätte man ja erwartet, dass er Titel holt. Hat er aber nicht bei Borussia Dortmund und das ist eben, was zählt. Wenn andere Trainer da waren, die wesentlich schlechter in einem Punktedurchschnitt waren, aber trotzdem Titel geholt haben, ja, da muss man sich schon fragen, wie zum Beispiel eine verdammte 9 Punkte oder was es auch immer war, Führung aufzugeben. Aber kommen wir back zum Spiel. Man kann eigentlich nichts Großartiges sagen. Wie gesagt, neuer Trainer, ich muss abwarten, man muss schauen. Und da gehe ich eher momentan Tendenz Werder Bremen. Warum nicht? Warum nicht unentschieden hier gegen Borussia Dortmund? Gebe eine 2:2 und lass mich gerne anders überraschen. So, VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Vielleicht müssen wir was klarstellen, Leute. Ja, ich komme aus Stuttgart und ja, man kann gerne auch seine City supporten und man kann auch gerne gegen seine City shooten. Also nur, weil ich jetzt gesagt habe am Anfang der Saison, hey, VfB Stuttgart sieht für mich Stand zweite Liga-Erfahrung, nicht unbedingt erst ligareif und es ändert sich, was ganz anderes, freue ich mich natürlich für VfB Stuttgart. Heißt aber natürlich, dass ich nur ein Mensch bin und Fehler mache und eben nur eine Einschätzung war. Ich weiß nicht, warum man meine Expertenmeinung zu ernst nimmt und ich hoffe, dass wir in den Kommentaren weiterhin so kritisch diskutieren können. Kommen wir aber zurück zum Spiel gegen Union Berlin und hier muss ich vielleicht auch ein bisschen shooten, denn Union hat einfach einen Blitzstart. Also muss sagen, richtig guter Start und auswärts ungeschlagen. Außerhalb von Berlin in dieser Saison kein Spiel verloren und ohnehin nur 2 Niederlagen. Also, das wird auf jeden Fall ein krasses, schweres Spiel für VfB Stuttgart und Silas Wamantigua, Wamangituka,
ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der wartet noch auf einen Treffer. Zu Hause hat er nur am ersten Spieltag getroffen, seine anderen Tore waren alle auswärts. VfB Stuttgart ist gut auswärts, zu Hause müssen wir das Ganze noch abwarten. Und daher denke ich, dass Union Berlin hier auf jeden Fall eine Chance hat, 3 Punkte zu holen, und gehe mal mit Union Berlin mit. Sorry. Ja, immer wieder Schalke. Ich wollte eigentlich eine Analyse raushauen. Hat leider nicht geklappt. Aber man kann eins sagen, die rote Karte war doch dann spielentscheidend und viel zu hart. Also bei aller Liebe, da kann mir jeder erzählen, was er will. Das hier war nicht beabsichtigt. Und auch wenn, dann gibt Freistoß, aber keine gelbe Karte. Da kann man doch als Schiedsrichter mal ganz kurz seinen Verstand einschalten und fertig ist. Und dadurch hat Schalke wirklich die Chance gehabt auf Punkte. Jetzt sieht es aber gegen SC Freiburg ganz anders aus. Denn der SC Freiburg, Schalke liegt auf jeden Fall in SC Freiburg. Denn die verloren nur 2 der vergangenen 10 Bundesligaspiele gegen Schalke und gewannen gegen keinen anderen Verein so oft wie gegen die Königsblauen. 15 Mal. Man muss auch immer wieder erwähnen, Freiburg ist ein ähnliches Beispiel VfB Stuttgart. Gut, platztechnisch jetzt nicht, aber auswärts sind sie meistens stärker als zu Hause. Weiß der Geier warum. Und daher denke ich, dass Freiburg auf jeden Fall hier Schalke nerven wird. Und gehe hier mit einem Unentschieden. Könnte aber auch am Ende Sieg für SC Freiburg ausgehen. Meiner Meinung nach. Von daher 2:2 hier in diesem Spiel. Folgt jetzt die erste Niederlage oder nicht? Ich meine, für den VfL Wolfsburg habe ich es jetzt schon seit 2 Streichspieltagen versucht. Vielleicht jetzt gegen Bayern München. Und Tendenz spricht auch nichts dagegen, denn der VfL hat noch nie ein Gastspiel bei Bayern München gewonnen. Und in 23 Versuchen auch nur 2 Punkte geholt. Also sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und wir wissen, Robert Lewandowski und VfL Wolfsburg, ja, ist schon irgendwie sein Lieblingsgegner. Gehe hier auch Tendenz mit Bayern München und gebe dem Ganzen ein 2:0. TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig das nächste Spiel. Und RB Leipzig ist jetzt seit 3 Auswärtsspielen, hat noch keinen Sieg geholt. Aber die Hoffenheimer läuft auch nicht unbedingt. Das sehen wir eigentlich von Spieltag zu Spieltag. Und haben jetzt auch nur 1 ihrer vergangenen 9 Bundesligaspiele gewonnen. Das war am 10. Spieltag 3:1 Heimsieg gegen den FC Augsburg. Ist das jetzt Tendenz mal wieder bergauf oder nicht? Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, RB Leipzig ist momentan on fire und könnte so gut wie jeden schlagen. Also das muss man auch ehrlich gestehen. Denke aber trotzdem, dass es eventuell in einem Unentschieden ausgehen wird. Da es auswärts immer noch ein bisschen hakt mit RB Leipzig. Keine Ahnung warum. Also gebt dem Ganzen ein 1:1. Mal schauen. So, liebe Kölner, ich möchte etwas sagen und das rahmt ihr euch direkt ein und hängt es an die Wand. Denn der Kölner holten an den letzten 3 Spieltagen mehr Punkte, 7 in dem Fall, als der FC Bayern und Borussia Dortmund zusammen. 6 Punkte. Das kann man auf jeden Fall sich einrahmen, oder? Gar nicht so schlecht. Gut, jetzt kommt der Gegner Bayer Leverkusen, Tabellenführer nach, was habe ich da gelesen, 2002 irgendwas, 100 Tagen, also unglaublich. Zeigt aber auch, dass die Mannschaft wirklich auch Peter Bosz momentan aufblüht. Aber ich sage trotzdem, es kommen noch die schweren Gegner. Und gegen die ist es dann am Ende zu behaupten. Trotzdem Glückwunsch, momentan in Superspur. Und ich glaube, Köln wird daran leider leiden müssen. Ich hätte wirklich gerne Kölner weiterhin ihre Gewinnstrikes weitergegeben. Aber ich sehe da Bayer Leverkusen nicht als unbedingt diesen Gegner, gegen den man unbedingt diese Serie weiter fortführen kann. Von daher gehe ich mit Bayer Leverkusen und gebe dem Ganzen hier ein 3:1. Ja, und ganz frisch wird es hier am Ende, denn Bielefeld und Augsburg treffen sich zum ersten Mal in der ersten Bundesliga. Also das wäre die 931. Paarung der Bundesliga-Geschichte. Nicht schlecht, aber bei Bielefeld bin ich auch noch langsam so skeptisch. Haben jetzt auch 8 der letzten 9 Bundesligaspiele verloren. Einzige Ausnahme war ja der Sieg gegen Mainz und im letzten Heimspiel. Daher gilt es vielleicht gegen einfache Gegner, direkte Kontrahenten. Ja, da ist es wichtig, Punkte zu holen. Aber eben gegen stärkere Gegner, und ich sehe Augsburg auch als stärkeren Gegner, hat man gesehen, super souverän zurückgekommen gegen Schalke 04. In Unterzahl auch noch 2:2 rausgeholt. Sehr, sehr wichtigen Punkt. Und ich denke, die können hier auf jeden Fall in Bielefeld was mitnehmen und gebt dem Ganzen hier ein 1:0 für den FC Augsburg. Aber hey, ihr wisst Bescheid, ich kann auch natürlich daneben liegen und deswegen gibt's die Kommentar-Section. Wir diskutieren gerne dort weiter über den 12. Spieltag. Und englische Woche heißt, am Wochenende geht's wieder weiter. Die Woche wird richtig packend voll und ich hoffe, ich spamme euch da nicht zu viel mit Videos zu. Es war auf jeden Fall mir eine Ehre. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ich war euer Ahmed. Ciao, ciao.